Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir haben gegen Albion gekämpft in der letzten Folge und Nia hat es dann schlussendlich doch geschafft, ihr Lied zu trällern und Albion zu beschwichtigen. Wir sprechen jetzt hier nochmal mit den letzten verbliebenen Persönlichkeiten und gucken dann, dass das Festival vielleicht nochmal wieder startet. Erst waren es Dämonen, dann war es die heilige Bestie. Genau das gleiche muss die erste Matriarchin vor 500 Jahren durchgemacht haben. Nia hat sich bewiesen, jetzt wird keiner mehr an ihr zweifeln. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen, Fremdling. Wow. Das ist Albion, die heilige Bestie, schockierend. Danke, wir haben dir und Nia zu verdanken, dass die Einwohner dieses Dorfes noch leben. Das gesamte Dorf hat gesehen, wie Nia das Lied des Sonnenuntergangs gesungen hat. Danke. Kein Problem. Was? Nias Gesang? Das war ziemlich gut. Hat mich an meine Großmutter erinnert. Nia ist glücklich, ich bin glücklich. Dankeschön. Mir geht es gut. Ich habe mich beruhigt. Ich habe mich nicht gerade matriarchinnenmäßig verhalten, nicht wahr? Okay, Du hast prächtig geweint. so war das nicht. Das waren nur ein paar Tränen in meinen Augen. Wie dem auch sei, auch wenn die heilige Bestie beruhigt wurde, muss das Dorf nun wieder aufgebaut werden. Ich muss mich im Büro noch um einige Dinge kümmern. Währenddessen beruhige doch bitte die Leute und komm dann nach. Sicherlich waren viele Leute verängstigt. Ja, dann sprechen wir hier mal mit den Dorfbewohnern. Beruhige dich und sei nicht zu überrascht. Meine Güte. Die heilige Bestie. Mia hat es geschafft. Ehemalige Matriarchin. Siehst du zu? Beruhige dich und sei nicht so überrascht. Ich habe stets dran geglaubt. Mia hat es geschafft. Endlich haben wir die Antwort. Die Matriarchin hat's geschafft. Ich hatte mich wohl in Mia getäuscht. Ich hielt sie für eine erbärmliche Matriarchin. Sie schaffte es einfach nicht, das Lied des Sonnenuntergangs zu singen. Aber als ihr Volk sie am meisten brauchte, hat sie einen Weg gefunden. Wenn das keine Matriarchin ausmacht, was dann? Ich werde mich später bei der Matriarchin entschuldigen. Ich bin mir sicher, dass es den anderen Dorfbewohnern genauso geht. Ja, sprechen wir mal mit Albion. Albion entfährt einen Schnauben. Um Beziehung freizuschalten, schließt das Festival Abenteuer ab. Das machen wir. Hier können wir Omnium Sterne sammeln und dafür kriegen wir dann auch wiederum hier so ein paar Runen oder Wertsteigerungstränke. Können wir da mal gucken, wenn es soweit ist, dass wir da vielleicht nochmal so ein paar Marken bekommen und die vielleicht bei Albion dann auch einlösen können. Was haben wir denn hier unten noch? Achso, den Titel Punikas haben wir nochmal freigeschaltet. Hier haben wir den einen Mokoko-Samen, den wir gerade gesammelt haben. Und hier natürlich auch die Truhe nochmal für den Schwierigkeitsgrad schwierig. Dann öffnen wir das nochmal. Sehr schön. Ehrenfragmente kann man, glaube ich, auch mal gut, ganz gut gebrauchen. Müssen wir mal gucken, wo sollen wir denn eigentlich hin jetzt? Ich werde schon fast verkehrt gelaufen hier. Können wir mal aufsitzen, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Pass auf, dass du die Materialien. Ist es vorbei? Etwas an diesem Selbstvertrauen kommt mir dreist vor. Warum? Weil ich wunderbar gesungen habe. Noch nie habe ich mich so beschwingt gefühlt. Nun werde ich tun, wie du gesagt hast, und mich auf die Öffnung des Festivals vorbereiten. Aber bist du von dem ganzen Hin und Her gelaufen nicht müde geworden? Ruh dich etwas aus, bevor das Festival beginnt. Sprich mich wieder an, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, okay? Ja, machen wir doch direkt. Meinst du kannst das Fest jetzt genießen? Ja, ich denke schon. Beginnen wir mit dem Fest. Großartig, einige wichtige Sache ist noch zu erledigen. Und das ist der Lai Lai. Das bedeutet Hallo, richtig?
Ja, das ist kein Gruß, das ist ein Tanz, du Mädchen. Das ist der traditionelle Lai-Lai-Tanz, den man mit seinen engsten Freunden und Verwandten auf dem Festival tanzt. Also musst du den Lai-Lai lernen. Und dafür habe ich dir eine großartige Tanzlehrerin mitgebracht. Mia hat gesagt, ich soll tanzen lernen, also... Werde ich es versuchen, aber der Lai-Lai ist schwer. Shana vollführt bizarre Gesten in der Luft. Siehst du? Siehst du, ich habe es dir versprochen. Erinnerst du dich? Ich sagte, wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dir den Lai-Lai-Tanz beibringen. Und diese Zeit ist jetzt gekommen. Okay, nimm dieses Buch. Ja, dann tanzen wir mal den Lai-Lai. Wir lernen den erstmal über das Buch und tanzen ihn dann mal. Ja, das sieht ganz toll aus, Toros. Richtig gut machst du das. Zeige allen, wie gut du den Lai-Lai-Tanz kannst. Wundervoll. Oh, Lai-Lai, wundervoll. Was? Wie? Nun, da du den Tanz jetzt selbst ausgeführt hast, kannst du seinen Reiz spüren, oder nicht? Natürlich sind die anderen Tänze auch schön, aber kein anderer Tanz versprüht den Charme der Lai-Lai wie dieser. Jetzt ist Shana dran. Kannst du das auch? Ich weiß ja nicht. Das ist schwer für mich. Könntest du mir den Tanz beibringen? Natürlich. Ausgezeichnet, ich freue mich schon darauf. Lass uns auf den Festivalplatz gehen. Es warten schon alle auf dich. Gut, dann gehen wir mal. Und tanzen dort nochmal den Lai-Lai. Pass auf, dass du die Materialien nicht. So, erstmal gucken. Da unten müssen wir lang. Mia hat immer so viel. Lai-Lai! Lai-Lai! Festivalplatz, jetzt musst du nur noch das Lai-Lai-Fest genießen. Begib dich zum Festivalplatz, auf dem dichtes Gedränge herrscht. Bist du weit vom Eingang entfernt? Okay, jetzt geht's. Ja, hoffen wir mal, dass dort nicht der Dämon wieder auftaucht. Okay, sprich mit Yahara, die die Feierlichkeiten genießt. Das nenne ich mal ein Fest. Und das haben wir alles dir zu verdanken. Genieße die Feierlichkeiten. Ich werde mir das Festessen einverleiben, also dann Lai-Lai. Das Fest hat begonnen. Die Miliz arbeitet daran, die Verteidigung zu verstärken, um für größere Sicherheit zu sorgen. Glücklicherweise wurden die Stürme durch Nias Lied besänftigt. Aber das bedeutet auch, dass noch mehr Leute zu dem Festival strömen werden. Eine Herausforderung, aber das ist die Sache wert. Auf jeden Fall haben wir das alles dir zu verdanken. Hast du Spaß? Amüsierst du dich? Hast du dir schon einen Tanzpartner ausgesucht? Tanzen? Über das Lai-Lai-Fest gibt es eine alte Legende. Darin geht es um den ersten Tag des Festes und die beiden Leute, die den Lai-Lai-Tanz zusammen tanzen. Es heißt, diese beiden werden durch eine unzertrennliche, wertvolle Beziehung miteinander verbunden. Es könnte ja sein, dass diese beiden Leute dort drüben deshalb auf dich warten. Zwei Leute? Du findest heraus, wenn du hineingehst. Nagi geht winkend davon. Okay, dann gucken wir mal, wer da auf uns wartet. Shane und Mia. Du bist hier? Na dann komm. Das Festival hat endlich begonnen. Ich habe mir schon Sorgen darum gemacht. Ich freue mich, dass es so reibungslos begonnen hat. Nun ja, nicht ganz reibungslos, aber du weißt schon, wie ich es meine. Ja, diese ganzen lächelnden Gesichter machen mich einfach nur glücklich. Und natürlich bin ich vor allem dir dankbar. Möchtest du mir etwas sagen? Also,
Wenn du Zeit hast und noch keinen Tanzpartner, vielleicht können wir dann zusammen tanzen. Fühl dich aber nicht genötigt oder so. Aber das wäre wirklich schön, wenn wir den Leilei zusammen tanzen könnten. Denk darüber nach und melde dich bei mir, wenn du dich entschieden hast, okay? Leilei. Es ist schön, dass das Festival begonnen hat. Alle sehen so glücklich aus. Vielen Dank für deine Hilfe, Shana. Also, vielleicht tanzen, Leilei. Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Leilei. Der Leilei-Tanz, ich habe ihn geübt und mich verbessert. Allerdings bin ich wieder auf den Fuß getreten. Lass mich wissen, falls du weißt schon. Okay, tschüss, Thoros. Ja, überlege, mit wem du tanzen möchtest. Ja, Nia, Shana. Vielleicht tanzen wir einfach mit beiden. Mal gucken. Ja, tanzen wir mit Nia, komm. Ah, es gibt auch Männer hier. Ohne eure Hilfe hätte ich das alles niemals geschafft. Und wenn ich genau darüber nachdenke, bin ich sicher, dass euch die Göttin zu mir gesandt hat. Dieses Lied ist für dich und zeigt meine Liebe. Über Land oder Vielen Wasser, Dank. Meine Liebe scheint stark wie die Sonne. Wahre Liebe verblasst nicht, wird für immer mich an diese Zeit erinnern. Wie wir das Leben hier leben, in Genuss und in Oh Mann, immer diese kitschigen Tanzeinlagen. Ich liebe dich so, zusammengreifen wir nach Sternen, du und ich wir gemeinsam. Ich liebe dich so, möge mein Lied deine Umarmung sein für dich, mein Herz. Ich werde dir von meiner Liebe singen, denn mein Herz gehört nur dir. Ja, die Feierlichkeiten gehen los und sind im vollen Gange. Schön, dass wir das Fest hier noch retten konnten. Aber was ist mit Kaido Seiden? Die Liebe leuchtet ganz tief in dir. Du lässt mich spüren, wer du wirklich bist. Es zieht mich immer wieder zu dir. Mein Herz gehört dir, Baby. Wahre Liebe verblasst nicht. Dieses Lied ist für dich und zeigt meine Liebe. Über Land oder Wasser, meine Liebe scheint stark wie die Sonne. Zusammen greifen wir nach Sternen. Ich liebe dich so, lass uns wie immer hier verbleiben in den Wolken. Ich liebe dich so, zusammen greifen wir nach Sternen. Du und ich hier gemeinsam. Ich liebe dich so, lass uns wie immer hier verbleiben in den Wolken. Ich werde dir von meiner Liebe singen, lass mein Lied in deinem Herzen klingen. Ja, das war, glaube ich, das Fest jetzt. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. So, für Abenteuer in Südwern benötigst du Gegenstand Stufe 1340. Entwickle deinen Charakter in der Stadt und bereite dich auf das Abenteuer vor. Ja, machen wir dann. Wir gucken jetzt erstmal gerade nochmal in den Abenteuerfolianten. Da haben wir hier die 30% freigeschaltet. Und bekommen ein Beziehungsgeschenk dafür. Wir sprechen nochmal mit dem Dorfbewohner hier. Wie, diese Truhe steht nicht auf der Liste und warum ist sie so schwer? Was ist das? Ah, hast du das gesehen? Die Truhe hat sich bewegt. Igitt, diese Truhe, kannst du mal reinsehen? Aber natürlich. Das sieht vertraut aus.
Was sollen wir machen? Winken oder wütend sein? Wir versuchen mal zu winken. Wo ist denn hier winken? Grüße wahrscheinlich. Klopf, klopf, jemand zu Hause? Humphrey, ah, wo bin ich? Ich war so seekrank, dass ich in Ohnmacht gefallen sein muss. Ah, und jetzt sehe ich dich. Das bedeutet wohl, dass ich in der Hölle gelandet bin. Das ist Punica. Also bin ich gestorben und in die Hölle gekommen? Vielleicht ist es ja an der Zeit, dass ich mein Schicksal akzeptiere. Und was? Punica? Ja, genau, da bist du. Juhu, ich habe es geschafft. Ich bin auf dem Inselparadies, dem Land der Frauen. Seht alle her, ich bin endlich hier. Ergötzt euch an dem schönsten Mann, den ihr je zu Gesicht bekommen werdet. Kennst du ihn? Offenbar hat er sich nach Punica geschmuggelt. Wenn ihr euch kennt, müssen wir auch über dich Ermittlungen anstellen, Taurus. Wir müssen sicherstellen, dass du ihm nicht geholfen hast. Ich weiß nicht, wer er ist. Tatsächlich, was für eine Erleichterung. Ich freue mich, dass wir klären konnten, dass du nichts mit ihm zu schaffen hast. Nun, dann nehmen wir ihn besser mit. Wir sehen uns später. Viel Spaß auf dem Festival. So, dann können wir das Ganze schon mal abschließen. Ich hab nur gute Ware. Los, such dir was aus. Herzlich willkommen. Hier bekommen wir nochmal was. Fertigkeitsbombenübertragung. Erfahre mehr über die Fertigkeitsbombenübertragung. Müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Okay, können wir auch hier machen. Alles klar. Da gibt es noch einige Quests für uns, die wir erledigen müssen, können, wie auch immer. Wir gucken hier gerade erstmal. Sapiano, der Fuchs. Was haben wir denn da? Wir können ihn einmal grüßen. Hey, Zweibeiner, wo bist du gewesen? So, da bekommen wir ein paar antike Goldmünzen. Und wir haben ja hier noch einen. Jom, das Backhörnchen. Schüchtern haben wir leider nicht. Und auch das Lied haben wir nicht. Deswegen können wir hier erstmal gar nichts machen. Außer uns das Geschenk abholen. Ja, da würde ich mal sagen, gucken wir hier direkt auf die Quest. Und holen uns die mal. Das ist nicht Capriccioso, sondern Animato. Verstanden? Puh, wir machen eine kurze Pause. Ein fehlender Spieler sollte die Probe nicht dermaßen aus dem Ruder laufen lassen. Bist du nicht Taurus? Es heißt, du könntest dein Instrument ziemlich gut spielen. Würdest dir etwas ausmachen, mit uns zu musizieren? Du musst uns nur dabei helfen, als Ensemble aufzutreten. Schwieriges Wort, ey. Ja, dann spielen wir hier mal ein bisschen mit. Gib dich dem Rhythmus hin. Und hau auf den Gong. Und sanft wie eine Feder. Okay, das war's schon. Das war wie ein Schwarm eleganter Shamkuri, die harmonisch im Wald gesungen haben. Absolute Perfektion. Ich würde das gerne wieder mit dir machen. Dank dir werden wir auf dem Festival sicher einen tollen Auftritt hinlegen. Kein Problem, da haben wir gerne geholfen. Ging ja auch recht zügig. So, wir müssen mal gucken, wo wir am besten als nächstes langlaufen. Ich würde da in die Mitte gehen vielleicht. Da können wir nämlich die eine Quest dann auch schon wieder abschließen und bekommen gleich eine neue. Da werden wir uns dann nochmal darüber informieren, wie das mit dem Fertigkeitsbaum übertragen aussieht. So, erstmal nehmen wir die an hier. Vicolia, ein Schleifstein vom Grobschmied. Was ist ein Schleifstein? Kann ich einfach einen normalen Stein nehmen und eine Schleife drum binden? Eine Rolle Verpackungsband aus dem Krämerladen. Eine Menge Süßigkeiten aus dem Nahrungsmittelgeschäft. Süßigkeiten. Was ist los? Du hast mich erschreckt. Redest du mit mir? Ich habe mir die Auftragsliste angeschaut. Alle Erwachsenen bereiten sich auf das Festival vor. Also haben sie mich gebeten, ein paar Erledigungen zu machen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Würdest du mir bitte helfen? Klar. Können hier Besorgungen machen. So, und hier, auf deinen Abenteuern wirst du verschiedene Ausrüstungsgegenstände erhalten. Einige dieser Ausrüstungsgegenstände werden einzigartige Fertigkeitsbäume besitzen.
Nun magst du vielleicht nicht alle Fertigkeitsbäume auf einem Ausrüstungsgegenstand mögen. Du wünschst dir vielleicht, dass ein Fertigkeitsbaum auf einem anderen Ausrüstungsgegenstand wäre. Das passiert einfach, weißt du. Dafür ist die Fertigkeitsbaumübertragung da. Du kannst die Fertigkeitsbaumoptionen, die du magst, auf andere Ausrüstungsgegenstände übertragen. Willst du mehr darüber hören? Ja, bitte erzähle es mir. Weise von dir. Bevor du mit der Übertragung beginnst, musst du zuerst die Ausrüstung haben, auf die du sie übertragen willst, sowie die zu übertragende Ausrüstung. Es muss eine Ausrüstung derselben Klasse und derselben Stufe wie deine sein und es muss das gleiche Bestandteil sein. Sobald das alles der Fall ist, kannst du die Fertigkeitsbaumübertragung starten. Wähle einen Fertigkeitsbaum aus, den du aus der Ausrüstung entfernen möchtest, wähle dann den gewünschten Fertigkeitsbaum der zu übertragenden Ausrüstung aus und klicke auf Übertragen. Sobald die Übertragung beginnt, werden Silber und das Materialwerkzeug verbraucht. Wenn die Übertragung erfolgreich ist, wird die Fertigkeitsbaumoption auf die von dir ausgewählte Ausrüstung übertragen. Wenn die Übertragung fehlschlägt, verschwinden die Ausrüstung und alle anderen Bestandteile. Ohne Risiko gibt es keine großartigen Belohnungen und es gibt einen Weg, um die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns zu verringern. Wie? Du kannst das Risiko des Scheiterns nicht komplett vermeiden, aber es gibt magisches Pulver, die die Erfolgsrate einer Fertigkeitsbaumübertragung erhöht. Auf Stufe 3 kannst du das Pulver der Weisen verwenden, um die Erfolgsrate zu erhöhen. Das Pulver erhältst du im Silmaril Blutsteinshop in den Festungen oder indem du den Wächterraid herausforderst, also spare es dir gut auf. Übrigens findest du es nicht lästig, jede einzelne Fertigkeitsbaumoption auf jedem Ausrüstungsgegenstand zu überprüfen. Ja, ich erzähle dir etwas über die Benachrichtigungseinstellungen. Öffne mit K das Kampffertigkeitenfenster und schau dir das Fertigkeitsmenü in der Mitte an. Siehst du die Benachrichtigungseinstellungen am unteren Rand? Wähle Benachrichtigungseinstellungen aus und du kannst die 48 Fertigkeitsbaumoptionen auswählen, die du möchtest. Außerdem mit den von dir ausgewählten Fertigkeitsbaumoptionen tragen die Markierung an sich. So kannst du die Ausrüstung mit der gewünschten Fertigkeitsbaum leicht erkennen. Super. Die Fertigkeitsbaumoptionen, die du in den Benachrichtigungseinstellungen eingestellt hast, sind auch im Fertigkeitsbaumübertragungsmenü markiert, sodass du leicht sehen kannst, welche du entfernen und welche du übertragen kannst. Ich denke, das ist alles, was ich dir über die Fertigkeitsbaumübertragung erzählen muss. Wenn du Ausrüstung mit einem Fertigkeitsbaum findest, den du übertragen möchtest, komm jederzeit zu mir, ich werde auf dich warten. Schön, dann haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Können die direkt mal abschließen hier. Genau. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden dann hier nochmal uns ein bisschen umschauen, die restlichen Quests noch machen und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Also, bis dahin.